Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine Frau schreibt uns, es freut mich immer, wenn im YouTube eine neue Sendung Hoffnung um 12 kommt. Ich versuche, keine zu verpassen. So viel Segen, Trost und Ermutigung. Vielen Dank von Herzen. Und darüber freuen wir uns sehr, wenn wir dich ermutigen können. Ja, genau. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zu dem Thema die Muster dieser Welt. Du darfst uns gerne deine Gebetsanliegen senden auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Die Muster dieser Welt. Wir lesen da in Römer 12, Vers 2. Gewöhne dich nicht an das Muster dieser Welt, sondern lasse dich durch die Erneuerung deines Denkens verwandeln. Die Muster. Wir kennen die Muster. Wir gewöhnen uns gerne an Dinge, weil das ist dann viel, viel einfacher und wir müssen da nicht mehr so viel Energie reinstecken. Hier heißt es aber nicht, heißt es, gewöhne dich nicht an die Muster dieser Welt, sondern erneuert dein Denken. Wir haben Gewohnheiten, wir haben im Gottesdienst Ablaufgewohnheiten und ändert man da mal was, dann meinen manche schon, das gefällt Gott nicht, weil es anders ist. Aber was gefällt Gott? Das ist bestimmt nicht der Ablauf eines Gottesdienstes. Oder der Weg zur Arbeit. Wir haben Gewohnheiten. Bei uns unlängst auf den 13 Kilometer, die wir fahren, wurde ein neues Geschwindigkeitsschild aufgebaut. Das hat man tatsächlich übersehen, weil man ist gewohnt, dass an der Stelle nicht 60 Kilometer stand. Man durfte dort schneller fahren. Und die Polizei hat das natürlich erkannt und hat dann ein schönes Foto aufgestellt. Jetzt hat man die Gewohnheit verändert. Ja, und dann gibt es auch die Gewohnheiten vom Einkaufen zum Beispiel. Ja, meine Schwiegermutter, ich glaube, die tut seit der Kindheit immer die gleiche Zahnpasta kaufen. Egal, ob es eine bessere gibt, eine schlechtere. Und so haben wir Gewohnheiten, wir alle. Wir haben Gewohnheiten. Und ich sage dir, die Gewohnheiten, überdenke sie mal. Überdenke sie mal die Gewohnheiten dieser Welt. Viele Gewohnheiten sind ja nicht schlimm, das haben wir alle. Aber manche Gewohnheiten sollen wir wirklich nicht annehmen. Gerade in der Zeit der Pandemie gibt es Gewohnheiten, dem ganzen Corona-Zeug. Es gibt Gewohnheiten, die sollten wir uns nicht aneignen. Wir müssen sie eine Zeit lang befolgen, aber das soll nicht unser ganzes Leben erfüllen. Und ich sag dir, lass dich durch die Erneuerung deines Denkens wirklich verwandeln. Erneuere dein Denken. Tu nicht sagen, ja, habe ich schon immer so gemacht. Erneuere dein Denken. Es wird dir Freude machen. Und danke, Herr, dass du jedem viel Freude und Spaß dran schenkst, sein Denken zu überdenken und zu erneuern. Amen. Amen. Und viele Gebetsanliegen haben uns wieder erreicht und ein Mann schreibt uns per E-Mail sein Anliegen. Liebe Beter in Karlsruhe, ich bitte euch um Gebet für meine Frau. Seit circa 3 Wochen hat sie Schmerzen in der rechten Schulter, die sich leider verschlechtern und inzwischen beim Arbeiten bis in die Hand hineingehen. Nachts ist ihr Schlaf immer wieder gestört und am Tage ist sie ständig müde. Die Bilder vom MRT sind vorhanden, aber ein Treffen mit dem Orthopäden wird aus Urlaubsgründen erst im August stattfinden. Bitte betet um Heilung der Schulter. Wir rechnen mit Gott, mit Jesu Eingreifen. Ihm ist nichts zu schwer. Herzlichen Dank für eure Fürbitte. Mit lieben Grüßen. Und das hat mir ganz besonders gefallen, dass Sie geschrieben haben, wir rechnen mit Jesu Eingreifen. Und das ist wunderbar, das ist Glaube, wenn wir mit Gottes Eingreifen rechnen. Und da wollen wir dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau berührst und dass du diese Schulter berührst, dass sie wieder vollkommen funktionsfähig wird, dass diese Schmerzen verschwinden im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Schulter wieder vollkommen in Ordnung ist und auch all die Nebenwirkungen vom Handgelenk und vom ganzen Arm, was da in Mitleidenschaft gezogen ist. Danke, Jesus, du bist der Herr für diese Schmerz und für diese Schulter. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du diesen Glauben belohnst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Ja, ich brauche ein Wunder, schreibt diese Person. Ich bitte um ein Wunder, das alle meine Probleme löst. Möge Gott mein kaputtes Leben wieder aufrichten und mich aus meiner Isolation und ausweglosen Situation herausholen. Bitte beten Sie für mich. Ich danke Ihnen sehr. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person kennst und dass du auch dieses kaputte Leben kennst. Und ich danke dir, dass du da Ordnung hineinbringst, dass dein Friede hineinkommt, dass deine Freude und deine Liebe hineinkommen. Danke, Jesus, dass da eine vollkommene Verwandlung stattfindet und dass diese ausweglose Situation sich verändert. Und ich danke dir, dass du dieser Person auch Menschen zur Seite stellst, dass sie nicht mehr einsam ist oder isoliert ist, sondern dass du da wirklich ja auch eine Lösung hast. Und ich danke dir, dass diese ganze Situation zu einer guten Wende kommt. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch darüber und wir vertrauen dir, dass du es tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Frau bittet um Gebet wegen starker Schmerzen. Sie schreibt, guten Tag, bitte betet für mich. Ich habe seit Wochen starke Schmerzen in der Halswirbelsäule, im Nacken und Krämpfe im linken Unterschenkel. Ich bedanke mich für Ihre Gebete. Danke, Herr, dass du jetzt gerade dieser Frau begegnest. Danke, Herr, dass in deinem Namen, Jesu, diese Schmerzen von der Halswirbelsäule weichen müssen und die Krämpfe und das Ganze im Nacken. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass Entspannung in den ganzen Organismus reinkommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du berührst und Herr, auch die geistigen Lasten, die diese Person trägt, dass sie einfach wegfallen. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie förmlich eine Erleichterung spürt in ihrem ganzen Leben, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und auf WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister im Herrn, ich brauche dringend Gottes Eingreifen und ein Wunder, da ich jetzt diesen Monat die Miete und auch die Reparaturkosten für mein Auto und so weiter nicht bezahlen kann. Befinden uns derzeit in einer wirklich sehr schwierigen Notlage, woraus ich aus eigener Kraft nichts mehr tun kann. Bitte betet auch für uns. Danke. Ja, die Notlage, ich glaube, da stecken viele drin, der heutigen Zeit, wo alles so gravierend teurer wird und manches unmöglich ist. Und dafür wollen wir beten. Das Schlechteste ist, wenn du eine Angst entwickelst, weil dann ist das so ein Kreislauf, der dich richtig runterzieht. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für all die Menschen, auch für diese Person, Herr, die hier geschrieben hat, die die Miete nicht mehr bezahlen kann, die Reparaturkosten und was auch alles. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jedem, Herr, eine Möglichkeit schenkst, Herr, wie er zu Geld kommt, wie er die Rechnungen bezahlen kann und aber auch viel Weisheit, was zu kaufen ist, aber auch wo zu widerstehen ist, was nicht dran ist und nicht einfach kaufen aus Gewohnheit heraus, weil man das immer getan hat, sondern wirklich gezielt das, was man braucht. Und ich danke dir für viel Weisheit, auch mit Geld umzugehen, jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gott erhört Gebet. Und so schreibt auch jemand, Gesichts- und Kieferschmerzen sind weg. Ich hatte schon seit längerem sehr starke Schmerzen am Kiefer und im Gesicht und bat euch um Gebetsunterstützung. Nun ist alles wieder in Ordnung. Es ist für mich ein großes Wunder, da ich schon seit langem diese Schmerzen hatte. Ich konnte mir kaum ins Gesicht fassen. Am seidenen Faden, sagten die Ärzte. Da schreibt jemand, ich danke euch für alle Gebete. Ein zweites Mal hat der Herr meinen Mann gerettet. Er war in Lebensgefahr wegen seiner Herzkrankheit, wegen Diabetes, Kreislaufproblemen und Entzündungen mit Fieber. Gott tut Wunder, auch heute noch. Sein Fieber ist weg, die Blutwerte besser. Laut Arzt hing sein Leben am seidenen Faden bei der sehr schwierigen Herz-OP. Gott ist so wunderbar. Und er tut Wunder, wie diese Frau auch schreibt.
und eine andere Frau, sie schreibt, ihr habt für meinen Mann gebetet, jetzt hat er sein Leben Jesus übergeben. Danke für eure Gebete. Und diese Gebetserhörung hat Ewigkeitswert. Wie wunderbar. Und jemand anders schreibt, Geborgenheit und Gegenwart Gottes trotz Verzweiflung. Mir wurde im April ein Tumor an der Hirnhaut entfernt, der noch etwas in den Kanal des Sehnervs eingewachsen war. Ich hatte große Angst vor der Operation und bleibenden Schädigungen. Meine Eltern hatten einen Brief an das Missionswerk geschrieben und um ihre Gebetsunterstützung gebeten. Trotz aller Verzweiflung und Angst durfte ich die Geborgenheit und Gegenwart Gottes spüren. Mittlerweile ist der Abschlussbericht da mit einem guten Ergebnis. Gottes Frieden zu haben in allen Herausforderungen, das ist wunderbar. Hast du auch von einem guten Ergebnis zu berichten, von einer Gebetserhörung, von einer Heilung oder was Wunderbares mit Gott erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, lass dich durch die Erneuerung deines Denkens verwandeln. Triff die Entscheidung und sage, ja, mein Denken soll erneuert werden. Ich möchte nicht mehr in den Mustern dieser Welt denken, die manchmal so verrückt sind und die uns Angst machen. Ich möchte wirklich in den Mustern des Sieges, der Erlösung, der Hilfe, der Heilung unseres Herrn denken, der das alles für dich am Kreuz getan hat. Und schick uns weiter deine Anliegen. Die Infos sind eingeblendet und auch das Telefon ist heute bis 13 Uhr besetzt. Ja, Sonntag sind wir wieder für dich da, 10 Uhr im Livestream oder auf YouTube. Und empfehle uns auch weiter die YouTube-Sendungen, empfehle sie weiter. Und du weißt auch, diese ganzen Hoffnung um 12-Sendungen kann man im Nachhinein anschauen. Auch die Gebet für dich Live-Sendungen kann man im Nachhinein auf YouTube nachschauen. Und wenn du es noch nicht abonniert hast, drück auf Abonnieren und die Glocke, dann wirst du immer erinnert, wenn etwas Neues von uns kommt. Wir freuen uns, dich bald wieder begrüßen zu dürfen und sagen Tschüss für heute. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.